Zurück nach Birmingham, zurück zur 49. Wahl der Miss und des Mr. Universe. Die zweite Entscheidung steht an, und zwar in der Frauenphysikklasse 2. Das sind alle Damen bis 1,63 Meter. Zunächst ein paar Bilder vom Pflichtposen. Da gibt es bei den Frauen nicht die Latpose von vorn und hinten, aber es gibt den Doppelbizeps von vorne, die seitliche Brustpose, die seitliche Trizepspose, den Doppelbizeps von hinten, eine Wade ausgestellt, sowie die Bauch- und Beinpose von vorne, wobei die Waden nicht vergessen werden dürfen. Das Hauptbewertungskriterium liegt auf einer ausgeprägten Muskulatur sowie einer sehr guten Definition. Diese Klasse nicht so reichhaltig besetzt. Die Tendenz geht hin zu den Figuren, vor allem Fitnessklassen. Aber dennoch möchten wir natürlich die vier Anwärterinnen auf den Titel Miss Universe präsentieren. In Runde 2 beim Einzelposing. Da wäre zunächst Ludmila Topolzida aus Russland. 22 Jahre ist sie jung. Studentin des Sports an der Moskauer Universität. Tanzt leidenschaftlich gern. Sie ist die russische Meisterin. Bei den Europameisterschaften sprang für sie Platz 2 heraus. Christina Enwall kommt aus Australien. 35 Jahre alt. Sie ist die nationale Meisterin der Aussies in diesem Jahr. Sie hat die Saison so aufgebaut, dass sie hier bei dieser Wahl zur Miss Universe ihre Bestform erreicht. Das ist der Saisonhöhepunkt. Es ist ja nicht ganz leicht, sich auf mehrere Saisonhöhepunkte vorzubereiten. Deswegen wählen viele eine Weltmeisterschaft beispielsweise aus oder eine Wahl zur Miss Universe oder Mr. Universe. Aber da muss man natürlich schon entsprechende Erfolge zuvor aufzuweisen haben. Aus den in die Figurklasse. Wir kommen zur Entscheidung. Patricia Feldmann ist die Miss Universe 97. Christina Enwall auf Platz 2, Judy Lawford wird Dritte und schließlich auf Rang 4 Ludmila Topolzida. Eine kleine Zugabe für das Publikum. Es geht Schlag auf Schlag. Wir kommen zur Frauenphysikklasse 1. Das sind alle Damen über 1,63 Meter. Auch hier zunächst ein paar Bilder vom Pflichtposen. Mit dabei ist Ingrid Diestler aus Deutschland.
dritte von links, im silbernen Outfit und ebenfalls aus deutscher Sicht mit dabei, Verena Löffler. Der Bizeps von hinten, Bauch und Beine von vorne, eine Wade ausgestellt. Da kennt man dann doch schon recht deutlich die Unterschiede bei der Bauchmuskulatur. Mal sehr ausgeprägt, das ähnelt einem Kopfsteinpflaster. Eine flache Muskulatur ist ja vielleicht bei Verena Löffler zu sehen. Also nicht ganz so stark die Definition. Und doch hier werden wir uns gleich wieder auf das Einzelposing konzentrieren. Waren von der Qualität her nicht vergleichbar mit Verena Löffler. Jetzt zur zweiten Deutschen mit dem Bunde, Ingrid Diesler. 36 Jahre ist sie alt, auch sie trainiert schon sehr, sehr lange. 12 Jahre sind es inzwischen. Sie ist die deutsche Meisterin. Da gibt es ja viele Kategorien. Platz 4 belegte sie bei den Weltmeisterschaften in Stuttgart im Jahre 96. Und sie stellte sich schon einmal der Wahl zur Miss Universe. Das war im vergangenen Jahr, als sie Platz 2 belegte. Ingrid Diesler. Höher als bei den Männern beispielsweise. Und da gilt es dann, diesen Fettanteil, so sehr es eben geht, zu minimieren. Anja Timmer aus Holland. Sie ist Miss Holland 97. Auch sie kann man sicherlich als Allround-Sportlerin bezeichnen. Läuft sehr, sehr gern. Aerobic gehört zum allgemeinen Fitnessprogramm. Jahre ist sie alt, die Muskulatur zwar massiv, aber nicht so definiert wie bei Ingrid Diesler und Verena Löffler. Jill Feathers kommt ebenfalls aus Großbritannien.
Auch sie hat schon einen Titel Miss England errungen, war zudem Miss York. Und jetzt greift sie nach höheren Trauben, doch die hängen in diesem Jahr ziemlich hoch für sie. Gerade im Oberschenkelbereich auch bei ihr keine allzu definierte Muskulatur. Flotte Musik, ein wenig Michael Jackson. Und insgesamt auch ein flottes Einzelposing von Jill Feathers. Alle Damen, die das Finale erreichten, haben sich in der zweiten Runde präsentiert. Und Ingrid Diesler wird schließlich gewählt zur Miss Universe 97. Verena Löffler auf Platz 2. Der Applaus gilt Ingrid Diesler. Und diese stellte sich dann noch der Entscheidung um den Overall-Titel. Und sie trat an gegen Patricia Feldmann aus den Niederlanden. Also die Siegerin der Physikklasse 1 gegen die Siegerin der Physikklasse 2. Und der Gesamttitel ging schließlich an die Niederländerin. Patricia Feldmann, mit einem Doppeltitel fährt sie wieder nach Hause. Von der Frauenphysikklasse kommen wir gleich zu den Frauenfigurklassen 1 und 2. Zuvor ein wenig Werbung. Gleich geht's weiter. Please welcome Tropicana Director David McInerney.